Es war einmal in Nürnberg ein Burgherr namens Markus Söder. Der liebte seine Burg so sehr, dass er alles daran setzte, sie noch zu verschönern und dem Volk zugänglich zu machen. Keine leichte Mission und vor allem eine kostspielige. 4 Millionen Euro mussten investiert werden, um das Nürnberger Wahrzeichen aus seinem Dornröschenschlaf zu holen. Vorher war ich als Abgeordneter unterwegs und habe es versucht, ohne Erfolg. Ich habe dann halt das Minister einfach allein entschieden. So anders kann man es nicht sagen. Und habe dann die gesamte Schlösserverwaltung auf diesen Moment hin fixiert. Ich habe gesagt, ihr müsst das machen. Und dann haben sie es gemacht. Also das war dann ganz okay. Aber das war schon so, dass früher Geld nur nach München gegeben wurde, nach Neuschwanstein, in die Residenz, jetzt das erste Mal nach Nürnberg. Und dieses Engagement wurde gestern belohnt. Beim Burgfest konnten die Besucher ein ganz besonderes Highlight erleben. Markus Söder, Burgherr in Spe, ließ es sich nicht nehmen, die Besucher zum Ritter zu schlagen. Danach konnten sich die Bürger selbst von der Modernisierung überzeugen. Ob beim neu geöffneten Heidenturm oder im extra eingerichteten Burgmuseum. War sehr schön. Sehr schön, die Burg. Sehr gut. Und des Burgherrn persönliches Highlight? Dieser kleine Kaisereinzug, der mechanisch sich zeigen wird, ist für Kinder ganz toll. Da gehört natürlich der Garten, der hier steht, das Hochzeitsgärtchen dazu, als Kleinod, der restaurierte Sinnwildturm und ein tiefer Brunnen, bei dem man jetzt nicht nur sieht, wie das Wasser reinplatscht unten oder hört, sondern es auch sieht. Ja? Also das ist schon tolle Sache. Weitere Modernisierungen, wie zum Beispiel ein Burgcafé, sollen jetzt noch folgen. Geplant ist der Umbau für weitere 10 Millionen Euro. In 3 Jahren soll dann alles fertig sein. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.